Ah, unsere Heldin ist zurück. Ich habe schon von deinen Taten gehört. Mein Sohn Emmanuelin sagt, dass er dir sein Leben verdankt. Die Häuser Zemail und Durander haben bereits Dankschreiben übermitteln lassen. Ich bin stolz, für dich und deine Freunde bürgen zu dürfen. Herr, entschuldigt. Ja, was ist denn los? Vergib mir die Störung, aber es gibt dringende Neuigkeiten, die keinen Aufschub erlauben. Unsere werten Gäste, Herr Alfino und die geschätzte Tataru, wurden der Ketzerei bezichtigt und verhaftet. Wie bitte? Was ist passiert? Sag schon! Eine konkrete Anklage wurde noch nicht erhoben. Ich weiß nur, dass sie die Schenken besuchten und Fragen stellten. Daraufhin hat ein Ritter der Azurgarde sie bei der Inquisition angezeigt. Grinot. Grinot von Zemail. Ein Ritter der Azurgarde. Im Kampf sucht er seinesgleichen. Aber man weiß nie, welche Grausamkeit ihm gerade durch den Kopf geht. Jetzt heißt es vorsichtig sein. Wer einmal in die Intrigen eines Ischgarder Adelshauses gerät, kommt so schnell nicht wieder frei. Hiermit erkläre ich die Verhandlung im Namen Halones für eröffnet. Möge die Anklage vortreten. Grinot von Zemail, wie lautet eure Anklage? Ich, Grinot aus dem Hause Zemail, Ritter der Azurgarde, beschuldige diese beiden Fremden der Verschwörung zur Häresie. Die Angeklagten mögen vortreten. Alfino Levieux Tatarotaro, ihr habt die Anklage vernommen. Gesteht ihr eure Schuld? Oder wollt ihr euch gegen die Vorwürfe wehren, im Kampf, wie es Halone würdig ist? Ich, Alfino Levieux, weise jegliche Schuld entschieden von mir und werde meine Unschuld im Kampf beweisen. Ich bin Tatarotaro und ich bin auch unschuldig. Aber ich kann nicht kämpfen und deshalb möchte ich eine Vertreterin nennen. Die Regeln erlauben eine Vertretung für Minderjährige, Alte, Gebrechliche und Kampfuntaugliche. Also gut, wer soll an deiner Statt kämpfen? Danke, dass du gekommen bist. Machen wir dieser Scharade ein Ende. Wir bitten dich um ein gerechtes Urteil. Führe den zum Sieg, der im Recht ist, und bestrafe den, der die Unwahrheit spricht.